Wanderschaft hat begonnen. Wir laufen jetzt runter, die 250 Höhenmeter zum Start, um dann dort im Sekundentakt zu starten. Ja, wie ihr seht, das Wetter ist nicht so prall heute am Freitag. Aber wir haben noch Glück. Gestern gab es hier große Unwetter in ganz Deutschland. Robert, du sollst hier Hi! Ja, so, ne? Ja, mega cool! So, jetzt startlos ziehen. Das ist Sommer. Hallo? Was machst du denn da hinter? Und ein Signal kommt jetzt, auf geht's! Start Nummer 38. Auf geht's! Yes. Vorraten und los! Auf geht's! Guten Morgen. Los geht's auf 74 Kilometer. Merrell Ultra Trail. Los geht's! Eins! Schön alle falsch gelaufen. Die letzten waren die ersten beiden. Das hatte ich auch noch nicht.
Hier ging es gestern noch hoch. Heute runter. Kilometer, 300 Höhenmeter. Die Luft ist von gestern richtig schön frisch, Natur richtig schön und es läuft ganz gut. Da vorne ist Mike, das Tier. Versuchen wir mal, ihm auf die Fersen zu bleiben. Da sind sie, die Fersen der Begierde. Erste richtige Waldautobahn, 13,5 Kilometer bisher, wunderschöne Strecke. Mal gucken, was noch so auf uns wartet. Die Sonne kommt raus, wunderbar, guter Tag. Auf jeden Fall. Hör mal, schön ist. Grenzstein. Hier beginnt also der Grenzkram. Hey. Ja, vielleicht nehmen wir lieber den Weg. Yeah.
Transvulkanier, bist du es? Schönen Gruß an Marius und dein Lauf. Link dazu hier oben. Halbmarathon mit 550 Höhenmetern in 2 Stunden 5. Läuft echt ganz gut. Jetzt geht es gerade hier Horststraße und schön Downhill ziemlich lange runter. Bis zum nächsten VP bei Kilometer 23, 24 irgendwie so. Und danach geht es den längsten Anstieg hoch auf den Fichtelberg. Da bin ich mal gespannt. Das Gebiet kenne ich sonst nur vom Snowboardfahren oder Skifahren aus dem Winter. Also schaue ich mir das jetzt mal an, wenn kein Schnee liegt. In dem Sinne, weiter geht's zum Puppi. Nächster VP. Und es zieht und es zieht und es zieht sich nach oben. Da sieht man, dass das hier ein Skigebiet ist. Willkommen in der Skiarena. Ich glaube, es müssten noch knapp 2 Kilometer sein. Haben wir den Fichtelberg gezwungen. 1000 Höhenmeter haben wir jetzt insgesamt. Fast 35 Kilometer in 3,48. Sieht noch ganz gut aus, aber ich mache den Anstieg auch entspannt. Oh, was ist das denn? Prost! Prost! Weißt du noch gar nicht, oder was? Ich hab's gedacht. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mega gut! Mach's gut, drehe ich mich. Und ab die Skipiste runter. Geil! Das war ein Trail. Einmal rein. Habe ich vorhin im Graben gehabt. Marathon in ungefähr 4,45 mit naja, so 1350 Höhenmeter. Ist schon ganz gut bisher. Langsam merkt man die Beine und Füße. Jetzt geht's aber erstmal wieder ein bisschen bergab. We'll be right back.
Kilometer 45,5 VP mit Dropback. Jetzt gönne ich mir erstmal schön eine Quetschi. Und Mike kommt da hinten auf. Der Stoneman hier unterwegs. Schönen Gruß an Roland Stauder. Falls ihr mein Video zum Stoneman Dolomiti Hike noch nicht gesehen habt, da oben mal anklicken. Guckt euch das an. Damit ging meine Videoreihe nämlich los. Ich habe jetzt ein Mantra. Ich sag mir gerade seit 5 Minuten immer und pausenlos das hier. Steh dich hoch. Steh dich hoch. Denn das ist es hier. Nicht gerade viel Abwechslung und immer leicht bergauf. Mountainbike-Trails wieder hoch. Drei, zwei, eins, hey!
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Auf geht's! Runde 3! So, meine Lieben, 11 Kilometer sind geschafft, die Hälfte also. Es ist genau die gleiche Strecke wie gestern bisher. Von daher brauche ich euch die nicht nochmal zeigen. Dementsprechend nehme ich euch einfach mit zum Zieleinlauf und wünsche euch viel Spaß beim Finish vom Super Trail Wochenende beim Sachsen Trail. Also, viel Spaß! Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis bald, euer Robert.